Moment mal, ich habe damit gar nichts zu tun. Ja, aber wir wohnen ja alle drei hier. Ja, aber trotzdem, wenn ich hier die Bude abfackeln, muss doch nicht ich auch noch dafür ankommen, wenn ich aufkomme, wenn ich gar nicht hier bin. Also Melody. Luca, nur noch 7 Sekunden. Noch 4? Noch 3? 2? Oh. Nein, ich pack das nicht. Ich hol meine Kristalle. Frau Meier, ich bin nicht da. Was für Kristalle? Was soll das? Bleib hier! Also das alles Weitere würde ich dann über meinen Anwalt regeln lassen, weil das ist, ich bleibe auf diesen Kosten nicht sitzen. Also ich bleib darauf nicht sitzen. Aber, jetzt weg da! Ich gehe jetzt! Aber Moment, aber... Guten Tag! Müssen wir jetzt wirklich ausziehen? Hadi! Namaste! Luca, du Sonnenschein! Und ja, du hast einen Grund, glücklich zu sein. Das ist geschafft. Ja. Wir müssen ausziehen. Hä? Ja. Frau Meier ist richtig ausgerastet. Doch, die ist richtig ausgerastet, weil du hier für Feuer gesorgt hast und jetzt hier nicht aus dem Zimmer rauskommt. Also richtig toll gemacht, danke. Ich hab schon gedacht, dass wir vielleicht ausziehen müssen, weil ich wusste sowieso nicht, wie wir das Ganze bezahlen sollen. Und jetzt? Ja, wir müssen jetzt vor allem erstmal ausziehen, weil ihr euch vor Sachen drückt und sie sagt, lass uns doch, warum sind wir überhaupt hier in diesem Zimmer? Lass mal weggehen. Dann jetzt komm doch. Wir müssen doch jetzt mal drüber sprechen, was wir jetzt überhaupt machen. Ja, was machen wir denn? Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ja, ich doch auch nicht. Ja, aber du bist schuld an allem. Du musst vielleicht mal jetzt irgendeine Idee haben oder so. Warum bin ich denn schuld? Ja, weil du die Räucherstäbchen in meinem Zimmer machst. Jetzt hast du dich schon wieder in mein Zimmer. Ich weiß nicht, was mein Zimmer so toll für dich ist. Aber Melody hat doch die Feuerwehr geholt. Frau Meier schmeißt uns jetzt raus. Ja, hab ich doch gewusst. Und Melody bleibt bestimmt. Ja, toll, dass du es gewusst hast. Wir müssen jetzt Melody aber irgendwie mal kontaktieren. Die muss hier auch mal zurückkommen und sich um irgendwas kümmern. Ja, dann kontaktier sie doch, Luca. Ich hab mein Handy gerade nicht da. Du musst auch nicht so schreien. Das tut auch in meinen Ohren weh. Das ist mir gerade sowas von egal. Wir fliegen gerade, verstehst du die Situation? Wir fliegen gerade aus unserer Wohnung raus. Wir sind morgen irgendwo auf der Straße. Das ist ja mein Handy. Mann, jetzt muss ich ja auch noch schon wieder, weil Sunny, die sitzt da mit Handy in der Hand, aber schickt nichts an Melody. Ich weiß nicht, warum die sich die ganze Zeit so aus der Verantwortung zieht. Ich rufe jetzt Melody nochmal an. Da kann man ja nicht drauf warten, dass sie mal angeht. Dann schicke ich halt eine blöde Sprachnachricht. Melody! Ich bin stinksauer und panisch. Frau Meier schmeißt uns aus der Wohnung, weil ihr hier die Wohnung fast abgefackelt habt, was eigentlich gar nicht der Fall ist. Aber trotzdem, die ist jetzt super sauer. Wir müssen bezahlen. Sunny kümmert sich hier um überhaupt gar nichts. Und du bist einfach in Paris und meldest dich nicht und drückst dich auch einfach vor der Verantwortung. Ich meine, du wusstest doch auch, dass es hier um irgendwas geht. Du sagst mir nichts Bescheid. Ich muss hier jetzt irgendwie gucken, wie wir vielleicht nicht rausfliegen. Ja, wäre schön, wenn du dich vielleicht mal melden würdest. Tschüss. Das musst du jetzt raus. Okay, ich habe mich jetzt etwas beruhigt. Luca, du Sonnenschein! Ich bin definitiv kein Sonnenschein, aber nein. Ja, heute ich muss mal versuchen, hält sich die Sonne in Grenzen hier ja, bei uns. Hast du verstanden, dass wir morgen rausgehen? Morgen schon? Ja, keine Ahnung, wann, aber wahrscheinlich nein, schon. Nein, das kann die Frau Meier nicht machen. Ich glaube, die kann das machen. Das ist nicht rechtens. Naja, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal... So oder so, wir fliegen raus. Wir müssen jetzt überlegen, was wir machen. Ja, also ich habe schon meine Pläne gemacht. Wie, du hast was für Pläne? Ja, ich bin du machst irgendwelche Pläne, anstatt mir einfach zu helfen. Ja, weil ich bin ja jetzt hier schon so berühmt und so, weil du weißt doch, hier bei diesem TikTok-Dings da, ist doch jetzt ganz modern. Da bin ich doch ganz bekannt geworden. Ja, und ich bin doch in allen Taylor Swift-Seiten. Und jetzt habe ich hier so eine Anfrage bekommen, so eine E-Mail, da kann ich wohl in den Dschungelcamp ziehen. Du kannst ins Dschungelcamp ziehen? Ins Dschungelcamp kann ich ziehen. Was hast du bei TikTok gemacht, dass du ins Dschungelcamp eingeladen wirst? Ja, ich habe da ganz viele Herzchen bekommen. Wofür denn? Was hast du da denn gemacht? Ja, einen Sonnentanz habe ich da gemacht, Luca. Und jetzt hör auf, deine Stimme die ganze Zeit so zu erheben. Deine ist auch nicht viel angenehmer. Also, du hast bestimmt nicht mehr Likes als Taylor Swift. Doch. Viel mehr Likes habe ich da. Nee, das kann gar nicht. Taylor Swift ist die beste überhaupt. Also, du ziehst jetzt in den Dschungel, ich oder was? Ist das nicht auch nur für 2 Wochen? Ja, na und? Dann habe ich schon mal 2 Wochen. Ja, gut, dann mach das halt. Ich guck mal, was ich sonst... Aber ich brauche auch deine Anrufe, dass du da für mich anrufst, damit ich da auch immer weiterkomme, weil sonst kann ich ja keine 2 Wochen da bleiben. Weil du hast doch noch Guthaben auf dem Handy und Freunde hilft mal. Also wenn, dann werde ich mein Geld dafür verwenden, dass wir hier nicht rausfliegen. Aber was auch immer, ich gucke jetzt vielleicht erstmal selber nach, was ich machen kann. Ich muss das hier erstmal mit dem Dschungelcamp regeln. Ja, mach du mit dem Dschungelcamp. Ich guck mit Telefon. Okay, Moment, das ist doch cool. Also wenn ich jetzt hier ausziehen muss, dann kann ich ja gleich gucken, ob ich auch einfach den Job wechsle. Beziehungsweise ich werde natürlich, ich bleib Arzt, aber es gibt ja hier,
so eine Art Austauschprogramm, dass ich einfach an einem anderen Krankenhaus teilnehmen könnte. Ich meine, das ist auch gut für die Erfahrung, aber das wäre jetzt in Seattle, in Amerika. Das wäre ja natürlich schon ziemlich cool, weil Taylor Swift wohnt ja auch in Amerika und vielleicht trifft man sich ja mal dann irgendwie so oder läuft sich über den Weg. Also da sollte ich mich auf jeden Fall bewerben, das wäre ja mega gut. Muss ich dann jetzt auch Football-Fan werden? Davon habe ich eigentlich gar keine Ahnung. Naja, egal. Erstmal Bewerbungsdinger hier ausfüllen. Tani, ich habe... Luca, du Sonnenschein, ja, und was jetzt bin geht? Ich tatsächlich mal happy. Ich habe nämlich was super Cooles gefunden. Ach, da habe ich mich drauf beworben. Es gibt so eine Art Austauschprogramm mit einem Krankenhaus in Seattle. Da habe ich mich jetzt beworben. Seattle? In Amerika. Ja, da kann ich ja einfach mal hin, weil... Wenn ich hier eh aus hier, wenn ich mir eh was... Ja, das ist ganz weit weg. Gut. Also vor allem, weißt du, wer auch in Amerika lebt? Taylor Swift. Also da habe ich definitiv größere Chancen, mal zu treffen. Aber ich meine, du kennst mich, Sunny. Ja, Sunny, die Berühmtheit. Wie läuft mit deinem Dschungelcamp? Ich gehe doch nicht in Dschungelcamp. Oh, wieso? Luca. Wollten die dich doch nicht? Doch, wollten die. Aber ich will die nicht. So sieht's nämlich aus. Okay. Und ich mache meinen eigenen Dschungeltrip. Weil wenn du nach Amerika gehst, dann gehe ich auch ganz weit weg. Weil das sehe ich überhaupt nicht ein. Aber eigentlich wollte ich einfach nur in den Wald hier drüben gehen, in meinen Lieblingswald. Aber wenn du so weit weg gehst, das ist voll unfair. Du weißt schon, dass das Dschungelcamp auch in Australien gewesen wäre? Mhm. Okay. Also was machst du jetzt? Du gehst nach Afrika? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was Luca, auch immer. Aber kannst du mit ist mir mitgehen? Mir ganz ehrlich auch eigentlich total egal. Ich will aber nicht alleine gehen. Du kommst sicherlich nicht mit mir mit. Ich gehe ja weg, damit ich von euch allen wegkomme. Wenn du nicht mit mir mitgehst, dann gehe ich mit dir mit. Wie auch immer, es hat geklingelt. Ich gehe mal zur Tür. Mhm. Ach, hallo Frau Meier. Sie Warum glaubt dauert nicht? Das immer so lange, ich die Tür aufzumachen? Ich bin auch noch hingefallen. Egal. Was? Egal. Ich bin ja einfach nur gestolpert. Ich bin so aufgeregt, ich treffe Taylor Swift ganz bestimmt. Ich habe einen neuen Plan. Warum? Wir gehen doch erst im Sommer zu dem Konzert und ich habe kein Meet and Greet gebucht. Nee, ich ziehe nach Amerika. So sieht's nämlich aus. Was? Du ziehst nach Amerika? Ja, wir müssen ja hier ausziehen, deswegen... Nein! Ach, deswegen bin ich eigentlich auch hier. Also, Luca, ihr müsst nicht ausziehen. Ich habe das geklärt mit der Versicherung, das wird alles übernommen. Das läuft alles über die Hausversicherung, also tatsächlich doch über mich. Also, ihr könnt hier bleiben. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und dann habt ihr mich geärgert. Müssten Sie sowas nicht wissen als Vermieterin eigentlich? Nein. Das ist hier ein spezieller Einzelfall. Ich musste mich da erst einmal beraten lassen. Ich habe da angerufen und dann haben die mir das erklärt. Ich verstehe also, ja sowieso nicht, warum überhaupt mit dem Räucherstäbchen, das ist ja gar nichts passiert. Aber egal. Nein, es hätte, also, aber es hätte, man darf nicht räuchern in den geschlossenen Räumen. Also, ihr habt das unterschrieben, dass hier nicht geräuchert wird und ihr räuchert auch nicht mehr. Aber ihr könnt hier bleiben. Müssen wir hier bleiben? Naja, ihr könnt hier bleiben, ihr müsst nicht. Also, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier bleiben würdet, aber das ist natürlich euch überlassen. Wo wollt ihr denn hin? Also, ich könnte auch mal wieder Amerika, Urlaub machen. Habe ich doch gesagt. Du willst nach Amerika? Ja, ich habe mich jetzt auf eine neue Stelle in einem anderen Krankenhaus. Die will ins Dschungelcamp, aber auch nicht in den Wald. Die will ins Dschungelcamp? Oh mein Gott, Dschungelcamp. Ich liebe das Dschungelcamp. Lass mich mit Sunny reden. Sunny! Sunny, Luca hat gerade gesagt, du gehst ins Dschungelcamp. Frau Meier! Läuft TikTok doch so krass gut bei dir. Ja, es läuft wunderbar. Danke, aber ich will nicht in den Dschungel. Das ist mir... Ich geh in meinen eigenen Wald und ich mach mein eigenes Ding. So sieht es nicht aus. Weil, das könnte weil, auch besser für weil TikTok Weil im Dschungelcamp, sein. Da kann ich ja dann maximal 2 Wochen sein. Und, das und der stimmt. Luca hat mir gerade auch gesagt, das ist ja in Australien. Das ist in Australien. Ja, aber ich will, wenn, dann lieber nach Afrika oder einfach hier in den Wald. Ja, der Wald hier ist auch sehr angenehm, aber vielleicht in die Jahreszeit noch ein bisschen kalter. Würde ich noch einen Moment warten. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du es eben von der Tür mitgehört hast. Ich habe das mit der Versicherung geklärt. Ich brauche kein Geld von euch. Die Versicherung übernimmt das. Also der Feuerwehreinsatz wird tatsächlich bezahlt. Da haben wir kein Problem. Also bleiben wir hier. Ja, wenn ihr möchtet. Also der Luca hat mir gerade gesagt, er will nach Amerika Taylor Swift treffen. Aber ich habe ihm auch schon gesagt, mein Lieber, das funktioniert so nicht. Ja, und vor allem Luca kennt ja mich. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, wie es ist, wie die Lage ist. Bleibt gerne hier, ich würde mich freuen. Und ich bin jetzt erstmal wieder weg. Ich bin noch zum Käffchen verabredet mit der Rosi. Weißt du Bescheid, ne? Kennst du Rosi? Musst du nächstes Mal auf jeden Fall mitkommen. Das ist so eine liebe Frau. Also, wir sehen uns, meine Liebe. Bis dann. Ach Mann, jetzt habe ich so viele Optionen. Wie soll man sich da nur entscheiden? Luca! Sunny, was ist denn jetzt noch? Ja. Ich muss los. Flughafen. Was machst du? Ja, Frau Meier hat zwar gesagt, wir müssen nicht ausziehen, aber ich habe den Flug doch schon gebucht. Ja, ich wollte gerade mit dir über die ganzen Optionen sprechen. Ja, meine, nein, du gehst nicht. Meine Option ist, ich gehe zum Flughafen Nein. und gehe nach Amerika. Also ich kann es mir wenigstens mal angucken da erstmal. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein.
Doch. Nein, Luca. Doch, Sunny. Nein. Doch. Nein. Okay, hallo? Sorry, aber Sunny, Luca, was ist denn bei euch los? Also, was zankt ihr denn hier so rum, wie im Kindergarten? Naja, ich will mich gar nicht einmischen, ich halte mich da raus. Leute, was meint ihr, wie geht das ganze Chaos hier weiter? Also, geht das gut aus oder schlecht? Ich weiß ja nicht. Luca weint! Okay. Daumen hoch, Junge. Okay. Daumen hoch, okay. Mit welchem Geld soll ich denn da so lange anrufen? Du hast doch noch Guthaben auf deinem Handy. Er kommt gar nicht klar da drauf. Bisschen runterziehen. Nehmen wir als Outtake. Also, Luca kommt jetzt gleich wieder ins Bild und die beiden reden dann und am Ende der Szene bitte ein Klingeln einfügen. Dann kommt nämlich Frau Meier zurück. Frau Meier ist gleich wieder bei uns. Ich nach Afrika. Du warst einfach in den Wald. Warte, ja, keine Ahnung, das ist total ausgerutscht. Ja, warte, nee, weil ich bin jetzt... Okay, Alter. Mein Schuh. Oh, was ist hier los? Unfall in der Freunde-WG. Unfall in der Freunde-WG. Ja. Luca kennt ja mich, Sunny. Sunny Sonnenschein. Oder Leute, was meint ihr? Das ist besser als Taylor Swift zu kennen. Okay. Okay. Was noch? Soll ich aufmachen? Raus.